Im Geotop Kalfarienberg veranschaulichen die Aufschlüsse des stillgelegten Kalksteinbruchs Gosheim die Wucht und Energie der Druckwelle, die durch das Riesereignis freigesetzt wurde. Der Lehrpfad führt über Schotter- und Wiesenwegen durch den öffentlich zugänglichen Steinbruch. Die Energie, die beim Einschlag des Asteroiden freigesetzt wurde, lässt sich mit mehreren hunderttausend Atombomben des Typs Hiroshima vergleichen. Durch die Druckwelle wurden riesige Blöcke weite Strecken durch die Luft geschleudert. Durch die Bremswirkung der beschleunigten Scholle wurden die Platten teilweise gestaucht und in Falten gelegt, wie man an mehreren Stellen sehen kann. Eine Besonderheit der Kalke des Kraterrandes sind die Ries-Belemniden. Es handelt sich um fossile Skelettreste kleiner Tintenfischverwandter. Der Kalfarienberg ist auch Ziel eines Kreuzwegs, der von Gosheim über mehrere Kreuzwegstationen auf den Gipfel führt. Dort stehen zwischen Felsköpfen und Trockenrasen ein Kreuz und eine kleine Kapelle. Am Karfreitag ziehen um 10 Uhr zahlreiche Menschen betend zum Kreuz hinauf. Auch wir stehen jetzt im Gipfelbuch. Nach dem Abstieg fahren wir zu unserem nächsten Ziel, nach Wernitzstein. Im Ort stellen wir unser Wohnmobil ab und wandern zum Geotop Kalfarienberg. Beim Einschlag des Riesenmeteoriten
wurde das Umfeld des Kraters in Umkreis von mehreren hundert Kilometern verwüstet. Dabei wurde die Jura-Hochfläche in unzählige Trümmer zerlegt. Brocken verschiedenster Größe, darunter Schollen von mehreren hundert Meter Durchmesser, flogen, rollten oder glitten in alle Richtungen geradeauswärts. Besonders markant hebt sich der Kalvarienberg aus der Landschaft hervor. Auf ihm steht die Kalvarienbergkapelle, die 1750 erbaut wurde. Der Felsen aus Weißwurer Massenkalk, der nach dem Einstieg 8 Kilometer vom südlichen Graderrand entfernt zum Standort kam, wurde von der Schockwelle intensiv zertrümmert. Tief unter uns fließt die Wörnitz. Und mit dieser herrlichen Aussicht beenden wir unsere heutige Tour.